Ich darf eben heute einfach unser Programm Casebook vorstellen. Das war ein Projekt, das wir in den letzten 3 Jahren entwickelt haben mit internationalen Partnern. Und jetzt ist es eigentlich zu Ende gegangen. Aber eben, so wie ich eigentlich vorhin erwähnt habe, diese Methoden sind für uns einfach nicht irgendein Projekt, das dann einfach vorbeigeht und dann einfach in Vergessenheit geraten wird. Diese Methoden eigentlich landen dann in unser Hauptprogramm und Teile zumindest ganz sicher werden dann im Alltag eigentlich, also in der Beratung und in unterschiedlichen Programmen eingebunden und dann weitergeführt. Casebook, ups. Entschuldigung, da war der Cursor woanders. Okay, passt. Ja, in diesem Programm Casebook geht es einfach darum, dass wir für Bildungs- und Berufsberatung praxisnah einfach Methoden untersucht haben. Und ganz wichtig davon einfach, wir wollten aus der Praxis, für die Praxis einfach Fälle, Fallstudien einfach eigentlich also sammeln und dass die dann einfach eigentlich also für die Praktiker einfach eigentlich also ein gutes Handwerk darstellen sollten. Grundsätzlich, diese Fälle wurden aus 6 Ländern zusammengetragen, einfach Fälle, die immer wieder für die Praktikerinnen einfach eigentlich also im Alltag schon eine Herausforderung dargestellt haben, wo Beraterinnen und Berater einfach in vielen Situationen nicht gewusst haben, wie mache ich da jetzt weiter? Und immer wieder einfach eigentlich also diese Fragen sind dann auch eigentlich also bei uns aufgetaucht. Und das einfach eigentlich also mit der Methode so aufzuarbeiten, dass die zwar schon dann einfach eigentlich also zusammen gesammelt, eigentlich also die 60 Fälle finden Sie dann eigentlich also in diesem Handbuch drinnen, die Sie dann auch also gerne mitnehmen können, kostenlos. Zusätzlich aber auch gibt es dazu einfach eigentlich also ein E-Learning-Modul, wo man auch angeleitet wird, selber auch solche Fälle für die eigene Praxis sammeln kann. Und zwar so sammeln, dass man zumindest später dann einfach eigentlich, also wenn ich mit der ähnlichen Situation konfrontiert werde, dass ich ständig einfach auf diese Materialien zurückgreifen kann, zumindest mit den Informationen, okay, im Hintergrund, was sind das für Prozesse, was könnten dann einfach eigentlich also Faktoren sein, die diese Menschen einfach also in diese Situation bewegen, damit ich einfach so viel wie möglich Hintergrundinformationen zusammentragen kann. In der Praxis, bei vielen dieser Partner, Institutionen, die haben zwar schon mit diesen Zielgruppen von Migrantinnen einfach zusammengearbeitet, manche weniger, manche mehr. Natürlich in unserem Fall ist es fast ausschließlich nur Migrantinnen, weil das unsere Zielgruppe ist. Deswegen haben wir auch natürlich eigentlich also unsere Expertise aus den langen Jahren einfach einbringen können. Und trotzdem war es für uns natürlich sehr wertvoll, dass wir, weil so eine Sammlung haben wir auch selber nicht gehabt, weil das kostet alles Zeit. Vor allem diese Ressourcen sind einfach eigentlich also sehr wertvoll. Aber hier gab es diese Möglichkeit, dass wir einfach zusammentragen konnten. Inhaltlich gesehen, neben diesen Handbüchern gibt es eben auch also diese Online-Kurse. Auf das werde ich dann einfach eigentlich also kurz eingehen. Aber ganz kurz zuerst einmal eigentlich also, wie diese Methode aufgebaut ist. Diese Fälle sind einfach Szenarien natürlich. Wobei diese Szenarien sind nicht irgendwie einfach eigentlich also erfunden. Die kommen wirklich von den Praktikerinnen aus diesen Ländern einfach zu uns. Die haben in jedem Land eigentlich, also haben wir zuerst 20 solche Fälle zusammengetragen und dann wurden aus diesen 20 in jedem Land 10 ausgesucht, um zu sehen, okay, welche Fälle würden einfach Sinn machen, auch in der Konstellation mit anderen Fällen aus anderen Ländern. Und dann wurden einfach eigentlich also diese letztendlich eigentlich also die gesamte Anzahl von 60 Fällen in diesem Handbuch dann zusammengetragen worden. Das war auch sehr interessant, weil natürlich durch diese Vielfalt
nicht nur Themen, sondern auch kulturelle Prozesse einfach, also aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern zusammengekommen sind. Deswegen haben wir hier natürlich also eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialien mit Fällen, die wir natürlich also in der Praxis gut nutzen können. Der Aufbau von, wie Sie einfach diese Fälle in diesem Handbuch finden werden, ist folgender. Zuerst gibt es einfach eigentlich eine Einleitung, wo die gesamte Situation, worum es einfach hier in der Problematik geht, beschrieben wird und wie das Ganze einfach eigentlich also vorgekommen ist und welche Hauptakteure hier beteiligt sind. Dann gibt es einfach eigentlich also im mittleren Teil mit dieser Darstellung der Szenarien auch eigentlich also eine Kurzanalyse und auch Handlungsmöglichkeiten, also Lösungen. Und zum Schluss gibt es dann einfach eigentlich also Fragen, die einfach dazu anregen, die Diskussion weiterzuführen. Sprich, wenn ich zum Beispiel Obergemer Gredian in dieser Situation so und so entschieden hat oder einfach mit dem Klienten, Klientin einfach einen Weg, bestimmten Weg gegangen ist, kann zum Beispiel natürlich auch die Frage gestellt werden, war das überhaupt gescheit? Was wären vielleicht andere Faktoren gewesen, die man einfach hier berücksichtigen hätte sollen können? Das sind einfach alles Fragen, die dann natürlich also hier schon zum Tragen kommen. Wir werden immer wieder auch hier in Innsbruck bei unserer tagtäglichen Arbeit mit diesen Fragen konfrontiert, nicht nur bei der Beratung bei uns selbst, weil die Bildungs- und Berufsberatung bei uns schon eigentlich also einen ganz großen Bereich darstellt, aber auch von anderen Kolleginnen aus anderen Institutionen kommen immer wieder einfach Anfragen, wie macht die einfach eigentlich also in so einem Fall, wir haben da zum Beispiel eigentlich also jemanden, der ist Flüchtling, hat diesen Hintergrund und diese Umstände und so weiter, da schauen wir natürlich also gemeinsam, inwieweit wer da einfach natürlich auch also dazu vielleicht Informationen liefern kann, Hintergrundinformationen, damit einfach gemeinsam im Sinne einfach eigentlich also von den betroffenen Menschen eine Lösung oder einen Weg gefunden werden kann. Ganz kurz möchte ich einfach die Struktur zeigen, weil das ist auch nicht uninteressant. Es sind eigentlich bei diesen Themen einfach natürlich haben wir nicht die Fälle, nicht nur die nach den Ländern, sondern auch also nach Themen gegliedert. Und diese Themen kann man eigentlich auch also hier in so einer Übersicht finden. Zum Beispiel, wenn ich einfach hineingehe und einfach Beruf und Ausbildung, da gibt es einfach eigentlich also bestimmte Fälle. Und diese Fälle kann ich ganz leicht dann einfach im Handbuch finden und eigentlich also den Fall mir einfach näher anschauen. So sind sie natürlich eigentlich also auch etwas praxisnah dargestellt, damit ich nicht einfach durch die ganzen natürlich 60 Fälle einfach also mich durchschlagen muss, um einfach einen bestimmten Fall oder vielleicht also Information rauszuholen. Ein Gewinn war natürlich für das Projekt, dass die Expertise von vielen Praktikerinnen eigentlich also hier eingeflossen ist, aus diesen 6 Ländern. Das war für uns einfach sehr interessant, weil es gab sehr viele Beraterinnen und Berater, die natürlich eigentlich hier mitgewirkt haben, auch Trainer. Und das war natürlich also für uns ganz wichtig, dass sie einfach also hier für ihre praktische Tätigkeit einiges einfach selber dazu beisteuern konnten. Ein zweiter Punkt war natürlich die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten. Das ist immer, steht natürlich schon im Vordergrund, aber wenn man natürlich also bei so einem Fall einfach eigentlich also einem Fall gegenübersteht, dann manchmal natürlich eigentlich also weiß man nicht, wie weit geht einfach eigentlich, also wenn da ein Problem da ist, dann was sind einfach die Umstände, was gibt es einfach von außen einfach bestimmende Faktoren und all diese Fragen natürlich hat auch eigentlich also hier uns mit der Frage der Ethik auch eigentlich also sehr stark einfach eigentlich also beschäftigen lassen, weil auch ich als Berater und Beraterin, wie weit kann ich einfach eingreifen, wie weit kann ich einfach bestimmte Dinge bestimmen oder einfach eigentlich also auf den Tisch legen, bestimmte Informationen, das ist immer so eine Gratwanderung bei natürlich manchen Fällen. Und mit diesen Situationen eigentlich, also bei diesen Fällen waren wir immer wieder konfrontiert, vor allem dann,
wenn natürlich eigentlich also der Mensch einfach die gesamte familiäre Situation dort auch in den Fall mitgebracht hat. Und dann waren eigentlich also in den Ländern manche Kolleginnen dann schon natürlich überfordert, weil wenn man diese ganzen Umstände, die soziokulturellen Familienumstände einfach nicht kennt und vor allem also in einem anderen kulturellen Kontext, dann kann das natürlich schon eigentlich also eine Herausforderung im Beratungsalltag darstellen. Das waren dann einfach, das war der unser Ansatz, wie wir in der gesamten Methode einfach wir vorgegangen sind. Und im Endeffekt war das dann einfach 6 Monate Arbeit eigentlich, die wir hier hineingesteckt haben, wo wir wirklich von der ersten Überlegung bis sozusagen die erste Version eigentlich dieses Handbuchs einfach zur Verfügung gestanden ist. Das waren einfach 6 Monate, wo wir mit unseren Kolleginnen einfach aus diesen Ländern zusammengearbeitet haben. Ganz kurz möchte ich Ihnen die Webseite zeigen, wo einfach all diese Materialien zu finden sind. Da geht es einfach zum E-Kurs, das ist eben also diese ganzen Materialien, wo für Trainer, aber auch für Sozialarbeiter, für Beraterinnen einfach eigentlich also diese Materialien drinnen sind und auch diese Anleitung einfach zu sammeln von eigenen Fällen einfach hier dargestellt ist. Und sonst hier bei den Produkten sind natürlich all diese Handbücher in unterschiedlichen Sprachen auch also zu finden. Und nicht nur die Handbücher, auch also die ganzen Materialien, die hier entwickelt worden sind, sind hier natürlich eigentlich also zur freien Verfügung. Dieses System wird natürlich auch, obwohl das Projekt jetzt zu Ende gegangen ist, für 3 weitere Jahre auf jeden Fall eigentlich also hier erreichbar sein. Und auch also die Online-Kurse kann jederzeit einfach eigentlich also selber besucht werden. Da? Ja, super. Und ein ganz interessantes Ergebnis für uns war, dass wir, obwohl wir auch viele von unseren Kolleginnen auch also in dem Projekt lange schon eigentlich also mit diesem Thema beschäftigen. Im Endeffekt, wo wir dann selber einfach eigentlich also durch diese E-Kurse und durch diese Materialien durchgegangen sind und auch uns selber getestet haben, waren immer wieder einfach also Dinge, wo wir auch selber angestanden sind. Also es war auch also für uns selber ein interessanter Lernprozess und deswegen hat uns natürlich auch also sehr gefreut und ist auch ein wichtiges Programm für uns nach wie vor und wird auch eigentlich in den nächsten Jahren uns Teile und mit unterschiedlichen Fällen uns in der alltäglichen Arbeit weiterhin begleiten. Wir sind ja hier in Tirol mit der Bildungs- und Berufsberatung einfach in unterschiedlicher Hinsicht einfach verbandelt, mit Schulen, mit unterschiedlichen einfach Erwachsenenbildungsinstitutionen, mit Jugendlichen. Also da gibt es einfach unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, wo wir immer wieder einfach diese Methode einfach einsetzen können. Jetzt haben wir schon also für die nächsten Monate manche einfach Kleingruppen, also von AMS-Mitarbeitern zum Beispiel, sind daran interessiert. Wir haben einfach in manchen neuen Mittelschulen für die 3. und 4. Klasse einfach für Migrantenschülerinnen spezielle Berufsorientierungsworkshops, wo diese Methode auch zum Einsatz kommt. Und auch im Bereich von natürlich von Erwachsenenbildungsinstitutionen, da sind einfach immer wieder einfach erwachsene Migrantinnen immer wieder einfach den Weg zur Bildungs- und Berufsberatung finden, weil sie einfach etwas verändern möchten in ihrem Leben, weil sie wissen einfach mittlerweile auch für ihre Kinder nicht nur die Sprache, sondern eine profunde, gute Berufsausbildung einfach für die Zukunft ganz wichtig ist. Aber oft, auch wenn junge Familien bei uns aufgewachsen sind, oft wissen sie eigentlich also nicht, wo sie einfach anpacken sollen, wo es einfach eigentlich also weitergeht. Und dann diese Information natürlich für uns auch ganz wichtig, auch die Methoden, damit man einfach die Menschen, die Betroffenen natürlich auf diesem Weg am besten begleiten können. Ja, das war es einmal meinerseits.
Falls dazu irgendwelche Fragen gibt, kann ich natürlich jetzt gleich beantworten, sonst auch also anschließend, vielleicht nach dem nächsten Vortrag, können wir natürlich auch also auf diese Fragen zurückkommen.